Jo Leute, was geht? Hier ist Dima. Ich habe das Video mit Facecam aufgenommen, nur am Anfang ist die Facecam weg, da mein PC abgestürzt ist und OBS hat es nicht richtig aufgenommen. Die Aufnahme ist noch da, aber OBS hat verkackt. Also, viel Spaß mit dem Video. Ciao, ciao. Und ja, ich will einfach nicht viel labern, ich will einfach loslegen. Let's go. Leicht Standard Veteran. Ich... Seien Sie gewarnt, Junge. Ich bleibe mal Standard. Ich hab keinen Bock auf Veteranen, ich will einfach das Game zocken, Mann. Okay. Village of Shadows. Es ging einmal ein Mädchen mit seiner Mutter hinaus, um Beeren für seinen Vater zu sammeln, der schwer arbeitete. Doch der Wald war erfüllt von dunkler, kalter Stille. Die Beerenbüsche leer. Fest entschlossen, Beeren zu finden, riss sich das Kind von der Mutter los und verschwand zwischen den Bäumen. Die besorgten Rufe der Mutter verhallten schnell, als es über Stock und Stein immer tiefer in den Wald rannte. Etwas schien das Mädchen zu beobachten. Es erinnerte sich an die Gruselgeschichten seiner Mutter und Schauder liefen ihm über den Rücken. Da erschien der Fledermauskönig. Er grüßte sie herzlich und biss sich in den Flügel. »Komm, Kind, stille deinen Durst«, sagte er. Und so trank sie das dunkle, klebrige Blut und lächelte zufrieden. Ihr Weg führte sie durch einen Friedhof, als ein Sturm aufzog und die Luft zu Eis erstarren ließ. Das Kind fror in seinen dünnen Kleidern. Da erschien ein finsterer Weber, der ihr im Handumdrehen aus Nebel ein wunderschönes Kleid strickte. »Komm, Kind, wärme dich«, drängte er. So zog sie das Kleid über und lächelte zufrieden. In der Hoffnung, ein Boot würde sie nach Hause tragen, überquerte sie eine tiefe, unheilvolle See. Doch ihr schrecklicher Hunger beraubte sie all ihrer Kraft. Da erschien der Fischkönig und bot ihr eine seiner Schuppen an. »Komm, Kind, iss nur.« Und so aß sie und lächelte ein weiteres Mal. Sie ging weiter und erreichte bald das finstere Herz des Waldes. Da erschien ein eisernes Ross mit einem prächtigen, goldenen Zahnrad. Die Kreatur schwieg still, als das Kind sich näherte und sich nahm, was es für ein weiteres Geschenk hielt. Das Pferd wurde wütend und rief die anderen Monster herbei. Oh oh. Das Mädchen erstarrte vor Angst, als sich ein Sturm über den Kreaturen erhob. Plötzlich erschien eine Hexe, finster und stolz. Und was hat die Hexe gemacht? Bro? Du kannst doch nicht aufhören! Wir waren gütig, doch du wurdest gierig, auf eine Geschichte, fauchte okay. sie. Nun gib, was uns Das war nur eine Geschichte. Und so sperrte sie das Kind in einen Spiegel. Guck mal, wie das Kind pennt, Alter. Muss es so was Gruseliges sein? Sie ist erst 6 Monate alt. Die Frau im Laden meinte, es sei traditionell. Ein Volksmärchen. Und Rose scheint es nichts auszumachen. Weil sie Rose. Es nicht versteht, zum Glück. Wir sind hergezogen, damit sie ohne all das aufwächst, weißt du noch? Ja, ich kann mich erinnern. Du bist einfach paranoid. Ich... vergiss es. Tut mir leid. Paranoider Bastard. Aber ich bin nicht paranoid. Nur vorsichtig. Gut. Dann bring deine Tochter vorsichtig ins Bett. Okay, ich bring sie vorsichtig ins Bett. Ich mach uns Essen. Oh, bitte einen Döner. Bitte mach mir einen Döner. Oder kauf mir einen Döner, eher gesagt. Geht doch nicht. Die Antwort einfach nicht. Kann ich jetzt gehen? Alles gut, Rose. Alles gut, Rose. Deine Mama will sich nicht erinnern. Ich versteh's ja. Oh, ich kann mich umsehen. Hast du was gesagt? Nichts. Ich bring sie ins Bett. Wo ist das Bett, Alter? Hier ist ein Klavier. Aha. Ey, das sieht aber geil aus. Sieht aus wie so eine New Yorker Wohnung, oder? Scheiß drauf. Ich geh mal nach oben. Ich geh sofort ins Bett. Das Bett ist gleich oben. Hör auf zu schreien. Suchen. Mias Medizin. Ach genau, die Mutter hieß Mia, Digga. Einer. Da wären wir, Süße. Ja, ich geh mal wieder nach unten. Aber das Haus sieht eigentlich echt geil aus, Alter. Wenn man so ein Haus hat. Ich werde gleich. Kommt irgendwas und erschreckt mich. Oder? Hello? Chupapi, Munyanyo? Munyanyo, Chupapi? Jo, froh, hast du Essen gemacht? Schläft sie? Ja, sie schläft wie. Wie ein Baby. Riecht gut. Sie schläft wie ein Baby. Was gibt's denn? Hey, Finger weg. Du denkst, wir können Louisiana einfach vergessen? Das ist schon so lange her. Ich verstehe einfach nicht, wieso du so... Oh! Digga, sie wurde abgeknallt.
Mia, runter! Mia! Oh Gott! Was für eine kranke Scheiße ist das? Mir. Oh Gott! Alter, sie ist einfach tot! Chris? Was zum Teufel? Tut mir leid, Ethan. Nein! Was? Warum? Hä? Der Typ, der uns gerettet hat, fickt uns jetzt? Oder eher gesagt, die Frau, oder was? Los, Bewegung! Junge, schreit euch so laut, Alter. Holy shit. Sauber. Rose, was macht ihr mit meiner Tochter? Objekt gesichert, Sir. Bringt ihn weg. Nimm die Finger weg von ihr! Ethan, lass los. Rose. Schaff den hier raus. Digga, was für eine kranke Scheiße. Warum passiert das? Ist das so ein Superbaby oder so? Bratan, geh ans Handy. Wer braucht Zeit? Wie ist Ihr Status? Ist das Objekt gesichert? Wovon reden Sie? Wo ist Chris Redfield? Und Rose? Sie ist da. Das ist ein sicherer Kanal. Vorab noch. Fuck. Scheiße, was ist passiert? Uff, was ist passiert? Wie es aussieht, hatten wir einen Unfall. Und wir sind am Arsch der Heide. Raindrop. Drop top. Meine Frames droppen gerade Drop top. Ohne Witz, meine Frames sind echt gerade am droppen. Ja, wo bin ich hier? Muss ich hier lang? Ich weiß gar nicht. Hello? Ja, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Leute, ich muss sagen, ich bin mega der Typ, der sich ziemlich leicht erschrecken lässt. Übertrieben einfach. Oh mein Gott, überall Stimmen, überall komische Sounds. Ich will hier einfach nur schnell durch. Lauf, 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 go, 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 yo, 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 wer bist du? Rabe, rabe, rabe. Ah! Wegen einem verfickten Raben, Junge, hab ich geschossen. Yo, yo, yo. Jolo, Jolo, Jolo. Jolo habt Zwergnacht, was war das? Muss ich hier lang? Digga, ich sehe einfach gar nichts. Eine Ratte. Oder eine Maus. Wenn ich mich jetzt umdrehe, dann werde ich erschreckt. Leute, ich schwöre es euch. Hinter mir ist was. Ich spüre es. Ah! Muss hier raus. Ich muss hier raus. Oh mein Gott. Do you wanna build a snowman? Do you wanna build a snowman? Ja, hier wurde irgendwas abgestickt. Oh mein Gott. Wo zum Teufel bin ich? Where the fuck I am? Sieht so geil aus. Okay, wo bin ich? Ein Pferd. Erstmal teabaggen. Was ist das für ein Geräusch? Nicht schießen! Du Bastard, Alter! Wer sind Sie? Wer schickt Sie? Niemand. Wir hatten einen Junge, Unfall mit dem Auto. Leid mich einfach. Was ist los? Der Dwania, Alter, was machst du? Oh nein! Sie kommen! Du hast eine schöne Shotgun. Was war das? Ihre Waffe. Was? Sie haben doch sicher eine Waffe. Nein, wozu denn? Nehmen Sie die. Nehmen Sie. Was ist denn da draußen? Hey, haben Sie gehört? Hey! Bye, have a great time. Was zum...
Hat er die Waffe hier gelassen? Junge, wo zum Fick bin ich? Ich kann gar nichts sehen. Alles ist dunkel. Oh mein Gott. Ja, da hinten bewegt sich was. Oh, da hinten bewegt sich was. Ah! Das ist ein Werwolf? Oh, die Hand ist kaputt. Scheiße, was war das? Knall ihn ab! Ja, Headshot! Headshot! Junge, verpiss dich lieber. Du legst mit dem Falschen an, mein Freund. Ich hab schon Resident Evil 7 gezockt. Ja, genau, Alter. Jetzt nochmal teabaggen. Was denkst du eigentlich, wer du bist, Junge? Also, Leute, eben ist mein Game abgekackt, als ich Arzneimittel angucken wollte. Mal gucken, ob es jetzt wieder abkackt. So. Genau, hier ist mein Game abgekackt. Shotgun! Die Shotgun! Gib mir die verfickte Shotgun! Ah, mach Tür! Mach zu! Verdammt! Den Angriff überleben? Oh mein Gott. Get the fuck out of my room, bitch! Okay, das war's. Wir sind leer. Digga, hier brennt einfach alles jetzt nieder, oder was? Heil dich! What the fuck is this? What the fuck is this? Yo! Digga, dieser Typ ist viel zu groß. Ich bin tot. Ja, ich bin tot. Der Typ killt mich jetzt. Locken! Alter. Ey, ich glaube, ich sterbe, Mann. Ich muss nur da lang laufen. Ich muss nur einmal nach links laufen, ich Idiot. Junge, wer sind die denn? Oh mein Gott, Hagrid. Fucking Hagrid, Mann. Junge, mach deinen Mund zu, der stinkt. Ruge, Ruge, Ruge. Okay, die haben sich einfach verpisst. Ich bin einfach einmal um das ganze scheiß Dorf rumgerannt und die verpissen sich einfach. Boah, die Hand. Halt! Warten! Was ist das für eine Babuschka? Soll ich wenig leben? Babuschka! Im Leben wie im Tod reisen wir. Hallo? Es ist gefährlich. Hier draußen. Was zum... Hey, hören Sie mich? Sie sind es. Der Vater des Kindes. Kind? Moment, meinen Sie Rose? Ist sie hier? Rose! Rose! Ja, sie ist in großer Gefahr. Seit Mutter Miranda sie ins Dorf brachte, macht Finsternis sich breit. Was meinen Sie? Die Monster? Miranda, Alter. Yo, das Schloss. Die Glocke verkündet Gefahr. Sie kommen. Nein. Halt. Wo ist Rose? Wer ist Mutter Miranda? Das Läuten ist unser Zeichen. Sie kommen zurück. Wenn sie die Tür einfach zumacht. Rose ist hier? Nach Rose suchen. Okay. Versuche ich mal nach Rose. Hallo, Rose. Rose, Beef, Nünchen, eine Pizza. Ah, okay. Ich muss hier irgendwas finden, was da rein muss.
Leute, ratet, welches Game eben wieder abgestürzt ist. Ah, nice. Ich habe irgendwas, was man irgendwo reinmachen muss. Wie es aussieht. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Schließen Sie die Tür. Bitte. Schließen Sie die Tür, bitte. Hey, was machst du hier? Stehen bleiben. Bitte, tun Sie uns nichts. Oh, keine Sorge. Ich tue Ihnen nichts. Bin ich froh, normale Menschen zu treffen. Sind hier noch andere Überlebende? Nein. Sie sind alle bei Luisa. Aber sie antwortet nicht und das Tor ist verschlossen. Sei still. Er ist keiner von uns. Einer von uns. Oh oh. Hört sich an wie Ärger. Hier sind wir ein leichtes Ziel. Kann er laufen? Nein. Ein Monster hat ihn verletzt. Er hat viel Blut verloren. Wir müssen in Luisas Haus. Psst, leise. Digga, schau doch nicht so rum. Ich finde schon einen Weg. Bleibt hier. Seid leise und bewegt euch nicht, bis ich das Tor öffne. Wir müssen etwas unternehmen. Wahrscheinlich brauche ich das Teil hier. Hier, das habe ich. Ah, hier oben muss ich lang, Mann. Ich hasse mich so sehr. Ich bin so dumm. Kann man so dumm sein, Mann? Ich hätte mir einfach so viel Zeit gespart. Eine Chemikalie auf dem Scheißhaus, Junge. Dabei. Muss man aufmachen, die Scheiße hier. Kommt, alles gut. Wurde aber auch Zeit. Junge, halt's mal. Gern geschehen. Gern geschehen, ja, ist so. Er ist es nicht gewöhnt, sich helfen zu lassen. Tut mir leid. Hier sind wir sicher, oder? Sicher, das ist dein Dorf. Auf jeden Fall. Sie fragt mich. Es ist ihr Dorf, sie fragt mich. Kannst du mir vielleicht sagen, was hier los ist? All das ergibt keinen Sinn. Mutter Miranda hat uns immer beschützt, aber... Niemand antwortet. Los. Vater? Helft mir. Wir müssen ins Haus. Hallo? Lass mich in. Jemand da? Lass mich in. Warte, lass mich versuchen. Okay. Luisa! Mach auf, ich bin's, Elena! Sei still. Die Monster hören dich noch. Julian, beruhige dich. Wer ist das? Ein Freund. Hau ab. Vater, um Himmels Willen, lass uns rein. Nein, sie riechen das Blut, es ist zu gefährlich. Mein Vater stirbt hier draußen. Ist nicht mein Problem. Was ist hier los? Die wollen, dass wir einen Sterbenden in unser Haus lassen. Hör schon auf. Die sind unsere Freunde. Na los, rein mit euch. Kommt, hier lang. Du bist nicht aus dem Dorf. Ah, Blitzmerker. Nein, ich bin Ethan. Julian, mach dich nützlich und geh dich umsehen. Ich sagte, geh! Er heißt Julian mit einem I. Wer ist er denn? Wenn Elena dir vertraut? Dann tue ich es auch. Komm rein, Ethan. Wer zum Teufel ist das? Ein Fremder? Du bringst uns doch alle um! Anton, bitte. Er hat den beiden geholfen. Wir hätten es auch ohne ihn geschafft. Komm, Ethan. Setz dich. Sind das alle Überlebenden? Aus dem ganzen Dorf? Alle Überlebenden? Alle Überlebenden? Niemand hat überlebt! Ein nutzloser Krüppel? Ein dummes, heulendes Weib? Und du? Du schleifst einfach so einen Verwundeten und einen Fremden hier rein? Und glaubst, es wäre sicher? Von wegen sicher! Jeder Einzelne da draußen wurde in Stücke gerissen! Und morgen? Morgen sind wir alle hier tot. Genau wie ihr blöder Ehemann. Stopf dir das Maul, Roxana! Das reicht. Dieses Haus gab meiner Familie generationenlang Schutz. Betrunken oder nicht, ihr seid alle willkommen und sicher hier. Ja, klar. Tschüss. Sagt mir bitte jemand mal, was hier eigentlich los ist. Wir wissen es nicht. Wir waren eine friedliche, fromme Gemeinde und dann...
kamen plötzlich Monster und griffen uns an. Hm. Und sie kamen wieder. Warte, Luisa. Und wo ist eigentlich dein Mann? Ist er... Nein. Er ist draußen. Irgendwo. Er geht Hilfe holen. Ja, das macht er. Er geht Hilfe holen. Ja, das heißt, er ist tot, Bro. Beten wir. Für ihn. Für uns alle. Ja, komm. Oh, Allmächtige, hör unsere Stimme. Vereint in Demut vor euch. Wir ersuchen euch, aus den unendlichen Tiefen uns dem Schicksal zu übergeben. Im Angesicht des Mondes in dunkler Nacht erbringen wir unser Opfer in Erwartung des erlösenden Lichts. Im Leben wie im Tod preisen wir euch, Mutter Miranda. Gut, der Tee ist fertig. Komm, hilf mir, Elena, ja? Das Gebet habe ich schon mal gehört. Von einer alten Frau beim Friedhof. Du meinst die Hexe? Das Weib ist verrückter als ein Irrenhaus. Es steckt auch Weisheit in ihrer Demut. Und ich hoffe, sie gab ihr Schutz, wie sie uns beschützt. Pia lacht, der Wurm. Hast du sie noch alle? Leonardo, was ist? Geht es dir gut? Yo! Nein! Er hat sich verwandelt. Vater! Elena, nein! Nein, lass mich los! Nein! Nein! Wir werden uns töten! Wir müssen weg! Digga, er dreht voll durch. Oh no! Nein, Timo! Nein! Ich seh nix! Lass ihn los! Elena? Ich sagte aufhören! Er hat geshotgunnt. Den Dad. Oh Gott. Es tut mir leid, Vater. Hey. Das war nicht mehr dein Vater. Es war das Richtige. Elena, nicht. Du kannst nichts tun. Vater! Das ganze Gebäude bricht zusammen. Junge, was für eine kranke Scheiße. Du hättest nichts tun können. Er war bereits tot. Lass mich in Frieden. Nein, ich bring uns hier raus. Uns beide. Wir müssen das hier ist raus. Echt Abtörner, Mann. Was gerade passiert ist. Junge, what the fuck? Falls nötig, nimm dir den Schraubenzieher aus dem Schlüsselanhänger. Ja, aber wo ist denn der Schlüsselanhänger? Oh mein Gott, da ist was. Was ist das? 50 irgendwas? 50 Schmeckles? Hier ist der Schlüssel. Ja, untersuchen. Digga, ich such das die ganze Zeit. So, und damit kann man wahrscheinlich jetzt losfahren, oder? Erstmal Vollgas. Was hast du vor? Geh rüber. Hiermit kommen wir raus. Das war klar, dass wir das Auto nehmen, um rauszufahren. Let's fucking go, man! Er fährt echt mit dem scheiß Auto rum. Ethan, alles in Ordnung? Mir geht's gut. Ich versuch's nochmal. Das Feuer. Wir haben keine Zeit. Das sieht gar nicht gut aus. Dann eben nach oben. Ja, komm. Komm hoch. Schnell. Komm. Schnell weiter. Junge, geh doch. Es brennt ja alles. Nicht den Rauch ein. Ich weiß. Aber danke. Komm, es hält. Da,
So kommen wir hier raus. Ein Glück. Aber was dann? Im Dorf sind immer noch diese Monster. Wir haben keine Chance. Es sind zu viele. Hey, sag doch sowas nicht. Wir finden ein Versteck für dich, bis ich meine Tochter finde. Ich glaube, sie könnte in dem Schloss sein. Nein, dort gibt es nichts außer Blut und Tod. Und ich wäre ganz allein, bist du... Oh nein. Vater? Irgendwas kommt, oh. Der Dad. Elena nicht. Junge, pump den um, pump den um. Elena. Oh. Er hat mich erkannt. Vater. Du bringst dich noch um. Nein. Nicht bewegen. Nein, Idiot. Los, nimm meine Hand. Geh, Ethan. Rette deine Tochter. Elena, du schaffst das. Nimm meine Hand. Scheiße, nein. Digga, warum ist sie nicht einfach... Keine Ahnung. Wieso müssen alle sterben? Ist so. Das ist einfach nicht fair. Immer müssen alle sterben, Mann. Er hat gerade neue Leute kennengelernt, schon sind alle wieder tot. Eieiei, caramba. Ja, Mann, mach auf die Kacke. Fuck. Okay, mir knallt Leute ab. Hallo? Nicht! Mutter Miranda! Hey! Wer war das denn? Was war das? Hat er irgendwas gedroppt? Moins? Oh nein. Ach, das ist Babushka. Egal, Babushka ist cool, glaube ich. Jetzt noch cool. Irgendwann wird sie abfacken, ich sag's euch. Ja. Der Tod findet sie alle. Digga, wie kann man so krank sein?